Zeit für Sabotage heißt der Workshop von Faith Bosworth und Jean Peters. Die beiden sind Teil des PEN-Kollektivs, welches mit Social Hacking-Kampagnen auf sich aufmerksam macht. Wir haben sie gefragt, wie ziviler Ungehorsam in der digitalen Gesellschaft aussieht. Herr Peters, Sie haben gerade mit Ihrer Kollegin Frau Bosworth Ihre Kampagne oder Ihre Aktion Slam Shell vorgestellt. Das ist auf große Resonanz getroffen. Die Art der Kampagne, die Sie machen, nennen Sie Social Hacking. Was hat es damit auf sich? Prinzipiell ist die Idee, es ist keine Kampagne Social Hacking, sondern es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Und, oder schauen Sie sich es als Taktik an. Ne? Man macht eine große Strategie und dann schaut man, in welchem Moment ist es interessant, wenn man die Kameras auf einen bestimmten Punkt kriegen will, irgendwo reinzugehen, einen bestimmten sozialen Kontext sich anzuschauen und dann die Symbolik zu nutzen, die kulturellen Codes, also zum Beispiel Schlipsträger, und so weiter. Das macht man, dann kopiert man und dann glauben die Leute, man ist einer von ihnen und macht was anderes und überrascht sie. Warum denken Sie, dass gerade diese Art der Aktion in den sozialen Medien so gut ankommt? Das weiß ich nicht genau, kann ich Ihnen nicht beantworten. Also ich denke, wir sind keine Social Media Experten. Wir haben natürlich vorher überlegt, wer das verbreiten kann und die auch angesprochen, denen aber nicht gesagt, was kommen wird. Und die haben uns vertraut. Und ich glaube, wenn man dann das Richtige tut und die sehen, das ist tatsächlich nett, dann verbreitet sich das. Und jetzt bei diesem Fall speziell war es natürlich lustig. Ne? Es war der Moment, wo man dem König die Hose runterzieht, sozusagen. Wobei Shell jetzt nicht in den Medien unbedingt der König ist, aber es war sowieso schon ein Feind in den Medien und so weiter. Ja. Jetzt ist interessant, die Waffenlobby hat da weniger ein Problem mit, weil der Kunde nicht abhaut. Also die Stakeholder, der bei manchen Leuten, wo man die Hose runterziehen kann, bringt das gar nicht so viel, weil die es gewohnt sind. Das heißt, dann sollte man sich genau überlegen, ja, wo tut man denen weh? Und dann vielleicht dann doch auch mal die Personen selber angreifen, die Waffen verkaufen. Und wenn dann die Freunde anfangen, sich zu distanzieren, dann gibt es da auch Rücktritte im Vorstand. Und das ist interessant. Aber bei Shell hatten Sie ja auch sehr, sehr positives Feedback. Hat es denn im Endeffekt, gab es da messbare Erfolge, die Sie hatten, oder hat es einfach nur sehr viel Aufmerksamkeit an einen Punkt gebracht? Also die Frage des Social Impacts ist eine, die sehr viel diskutiert wird. Und ich finde das wichtig, das zu diskutieren, aber nicht immer zielführend. Also in dem Fall würde ich das so messen. Wir haben 400 Euro reingesteckt, 2 Wochen Arbeit, wo nicht mal alle Vollzeit gearbeitet haben, sondern ich Halbzeit und alle anderen Viertelzeit oder so. Und wir sind in die Huffington Post gekommen, wir haben über 130.000 Klicks, wir haben unglaublich viele E-Mail-Anmeldungen, wir haben Leute, die uns Arbeit schenken wollen, Anwälte, Designer. Also die Reaktionen waren schon relativ groß, sage ich mal. Ne? Was das wirklich gesellschaftspolitisch geändert hat, weiß ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall von vielen Unternehmensberatern Anrufe bekommen, die Angst haben und die sagen wollen, sag mal, wie hast du das genau gemacht? Und die ihren Kunden sagen wollen, passt mal auf und zieht euch warm an. Und ich glaube, die haben recht, weil man doch vielen Unternehmen schaden kann, mehr als sie am Anfang denken. Auf der einen Seite haben natürlich einige Unternehmen Angst davor, aber auf der anderen Seite muss bei Ihnen doch auch das Telefon klingeln und Agenturen dran sein, die sagen, Herr Peters, kommen Sie doch für uns zum Arbeiten. Für die Rendite 400 Euro für 300.000 Klicks, da können Sie bei uns viel Geld verdienen. Na, Sie sind herzlich eingeladen, bei mir weiter anzurufen. Und es kommt aber dann immer darauf an, ob das, wofür Sie mir Geld geben wollen, ich auch wirklich hinterstehe. Weil wir doch sehr klar gucken, was sind unsere Werte. Und wenn das stimmt und wir kreative Freiheit haben, klar, warum nicht? Also Alliierte sind immer gut. Herr Peters, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Aktionen. Danke. Vielen Dank. Ja.